Leute und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und heute spielen wir wieder Minecraft. Und wie ihr es vielleicht auch schon am Mittag gut seht und jetzt auch hier seht, spiele ich wieder mit der Sandstone Map. Und ja, das bedeutet wieder für euch mehr Minecraft in nächster Zeit, wie ihr es hier auch schon seht, weil es ist jetzt ja wieder was Neues. Und ja, hier an der Map werde ich noch ein paar Sachen verändern. Was auch seltsam ist, beim Spawn ist, glaube ich, ein Spawnblock, der war gestern noch grün, aber heute ist der irgendwie anders farben. Oder ist der heute wieder grün? Ich weiß es gerade nicht. Kann auch sein, dass das Map abhängig ist und da über mir ist so ein. Jetzt ist er wieder grün. Also manchmal ist der Block orange und manchmal ist er grün. Und manchmal ist hier ein Gegner ohne Rüstung und sei schon ohne Rüstung, der tatsächlich ohne Rüstung war, aber ich meinte ohne Unsichtbarkeit. Ja. Es sieht irgendwie viel schöner aus. Und ich habe ziemlich krasses Feedback bekommen auf das letzte Video. Ich glaube 11 oder 12 Likes habe ich aufs letzte Video gekriegt. Ein paar Leute, die ich halt aus der Minecraft Community kenne, haben sich das auch schon angeguckt. Und ja, eigentlich gibt es dann noch ein Video mit ConstiCraft. Ich überlege, ob ich das vielleicht sogar heute als zweites Video hochladen will. Aber er musste zur Hälfte des Videos weg, deswegen bin ich mir nicht sicher. Das Video an sich geht auch nur 3 Minuten, deswegen würde ich es dann halt als zweites Video vielleicht heute hochladen. Und ja. Scheiße. Jetzt gab es wieder so einen Bug, dass man ins falsche Feld go. Und tschüss. Nein! Nein, oh Gott! Nein, 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 nein! Das war knapp. Das war Luck. Ja, da hatte ich gerade mega Lack. Und ja, ich finde es interessant, dass es auch so gut läuft. Ich dachte eigentlich nicht, dass das hier mit der Sandsteinmap so leicht geht. Ja, wo ist jetzt der Typ? Aber ich denke, man kann auch noch hier, ich höre zwei Leute. Und die kämpfen gerade, vielleicht kann ich den Gewinner des Kampfes abstauben. Okay, alles klar. Habt ihr seine ersten Hits gesehen? Also, das sah gerade etwas unlegit aus. Ja. Ihr könnt ja selber entscheiden, ob das lecker war oder nicht. Jetzt muss ich hier wieder warten in der Lobby. Und ich hatte auch letztens einen Typen, der hat einen Satz angefangen. Dann wollte ich den Satz beenden und wir haben beide den Satz gleich beendet. Ich glaube, das war. Er hat, glaube ich, geschrieben, ich bin so unfassbar weit. Nee, er hat, glaube ich, gesagt. Er kennt mich anscheinend. Und Model F wurde reaktiviert, falls ihr es noch nicht wisst. Und ja, jetzt join ich nochmal neu. Damit ich nicht als erstes gekickt werde. Auf jeden Fall war es irgendwas mit JBB. Und ja. Es wird jetzt wieder deutlich mehr Minecraft geben. Hi. Der kommt aus dem OF. Bibel. Schweizer. Ich freue mich einfach mit allen. Ja. OF wurde reaktiviert. Was für Steps hat er denn? 50. Rang. Ihr seht, das geht ziemlich leicht. Na, eine 1,97er KD. Also jetzt eine ehrliche Meinung, ist nicht ganz so krass, aber ich weiß halt auch nicht, wie lange er spielt. Nicht, dass er dann erst das erste Mal spielt. Das ist ein Mate von mir, mit dem war ich gestern TS. Und ja, ich könnte ja auch mal mit Only Course ein Video aufnehmen, falls ihr das wollt. Vielleicht sieht das Video sogar. Und ja. Es zum tausendsten Mal, es gibt jetzt wieder mehr Minecraft und ihr könnt gerne mal ein Like da lassen. Also das letzte Video hat ja alle Ränder gesprengt oder nennt man das, keine Ahnung. Auf jeden Fall werde ich dann, denke ich mal, bald 50 Minecraft-Videos haben. Und ich habe jetzt auch was zum Texture-Pack überlegt, nämlich will ich das wahrscheinlich bald releasen. Also da hat... Das
Da frage ich jetzt einfach mal nicht. Ich spiele jetzt mal mein Stats All bei Your Play. Ich sag jetzt Top 100. Ist er nicht, aber er hat gute Stats. Meine. Oh, hier ist jemand. Jetzt habe ich mich nur random nach vorne gebracht, aber es ist tatsächlich jemand. Und ja. Also ich vergleiche jetzt. Ich nehme jetzt mal ConstiCraft als Beispiel. Der hat eine 1,5er KD. Und das ist für mich so eine okay Stats. Aber es kommt halt auch immer auf so verschiedene Faktoren an. Wer jetzt ConstiCraft jemand, der schon 5 Jahre spielt oder so, dann werden die Stats natürlich schlecht, aber Konsti ist auch erst 12, deswegen sind das eigentlich schon ganz gute Stats für einen 12-Jährigen. Und ja, man muss halt immer was mit einbeziehen, bevor man dann sagt, dass jemand scheiße ist oder dass jemand gut ist. Und ja, ich bin ja auch erst besser geworden durch die Zeit. Scheiße, habe ich gefailt. Jetzt hat er mich gekillt. Ja. 2 Runden, 4 Kills. War jetzt nicht ganz so erfolgreich wie beim ersten Mal. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da und ciao.